gewaltige Mengen Salz. Salzmann, lieber Salzmann, dein Hate kommt nicht allein. Du Fascho! Wir lesen ein paar Kommentare. Bert Höcke! Von ein paar getriggerten Gutmenschen. Junge Freiheit! Dafür hab ich heute Zeit. Brauner Nazi-Clown! Schuhgröße 88! AfD! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies Salzmann, das Format, bei dem wir uns wunderbare salzige Kommentare anschauen und besonders behindertengerecht, also inklusiv, auf diese Kommentare einzugehen, anstatt sich einfach irgendwo auf einer Couch darüber auszuheulen, dass Leute nicht einer Meinung sind. Von daher viel Spaß mit Salzmann und mal schauen, vielleicht bist auch du dabei, wer weiß. Salz ist lebensnotwendig. Ja, Freunde, und da fangen wir doch direkt würzig an. Support YouTube Berlin schreibt, es kommt eh nichts bei raus. Egal wer ermittelt, siehe Fall Magnitz oder. Da geht es um den Überfall auf das Thor Steiner Geschäft in Erfurt, wo eine junge Verkäuferin übel zugerichtet wurde von mutmaßlichen Linksextremisten. Bombastik der Teutone antwortet aber, Bombastik der Teutone. Eigentlich ein ziemlich rechter Name für das, was er schreibt. Gegen wen sollte man auch ermitteln? Die freie Gesellschaft, die keinen Bock auf Nazis hat? Alles klar, Bombastik der Teutone. Ich würde gerne inhaltlich darauf eingehen, aber such dir einfach Hilfe, Alter. Bitte such dir Hilfe. Wenn du Linksextremismus mit der freien Gesellschaft gleichsetzt, dann hast du ein Problem. Dann hast du eine verzerrte Wahrnehmung dessen, was okay ist und was nicht. Eine unschuldige Verkäuferin anzugreifen, übel zuzurichten, ist keine Handlungsweise der freien Gesellschaft. Das ist eine Handlungsweise von Extremisten, die nicht mehr auf der Grundlage unserer demokratischen Grundordnung handeln. Aber du sagst sogar, man sollte dagegen noch nicht mal ermitteln. Also mit anderen Worten, man sollte solche Straftaten legalisieren. Also Straftaten gegen politisch andersdenkende Leute vollkommen legitim und legal machen und da Selbstjustiz einführen. Das würde natürlich die ohnehin schon sehr freie Gesellschaft noch freier machen, wenn man politische Opposition, die jetzt nicht gerade auf Regierungskurs sind, einfach mal der Selbstjustiz aussetzen kann und da noch nicht mal ermittelt. Bombastik der Teutone, bitte such dir Hilfe. Sag deinem Betreuer, er soll dir das Handy für eine Woche wegnehmen. Übe dich in Mundmalerei, irgendetwas in dieser Art. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, wenn dein Kommentar Auto fahren könnte, dürfte er überall parken, denn dieser Kommentar ist retardiert. 150 bis 300 Gramm Salz. Lightsoul schreibt, egal ob Linksextreme, Rechtsextreme oder Islamisten, man sollte sie alle, fügen sie hier ein Wort ihrer Wahl ein. Bombastik der Teutone antwortet, Rechtsextreme sprechen Menschen ihr Existenzrecht aufgrund ihrer Hautfarbe ab. Linksextreme finden das doof. Wirklich beide gleich schlimm. Linksextreme finden auch freie Meinungsäußerung doof. Linksextreme finden alles doof, was nicht so ist wie sie, und sie rechtfertigen körperliche und grausamste Gewalt dadurch gegen diese anderen Positionen, auch wenn sie in der normalen Mitte stattfinden. Mein Kanal ist auch nicht extrem. Ich habe nur einfach ein IQ über 80. Aber wahrscheinlich bin ich in deinen Augen auch schon rechtsextrem und du würdest wahrscheinlich auch solche Taten gegen mich eventuell gerechtfertigt finden, ne? Weil die finden das ja halt einfach doof. Etwas doof finden ist eine Sache, gegen etwas, was man doof findet, mit übelster Gewalt und verbrecherisch vorzugehen, ist eine andere Sache, die nicht zu tolerieren ist. Bombastik der Teutone, mal schauen, was du sonst noch so zu bieten hast. Zu viel Salz? Ja, und manche Kommentatoren sind eine Goldgrube, wie auch Bombastik der Teutone, der hat sich relativ viel ausgelassen unter diesem Erfurt-Video. Hier haben wir zum Beispiel einen Kommentar, er ist 30.000, da geht noch viel mehr weiter, so Clowny. Und Bombastik der Teutone antwortet, die Community, rechtsextremer, unzufriedener U30 ist irgendwann noch ausgeschöpft. Und da sagst du was tatsächlich. Ich schau mal gerade in meine Analytics rein, da muss ich einen kleinen Shoutout machen. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, Bombastik. Und zwar haben nur 58,6% der Leute, die meine Videos schauen, überhaupt abonniert. Nutzer ohne Abo sind 41,4%. Ich sehe das hier ganz genau. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, seid so lieb, tut das. Und nochmal danke, Bombastik der Teutone, dass du mich da hast nochmal reinschauen lassen, dass du mich dazu inspiriert hast. Das ist schön. Hass kann auch inspirieren an dieser Stelle. In diesem Sinne, debunken wir Bombastik, indem wir diese Community einfach noch weiter ausweiten. Danke. Ganz ohne Salz geht's nicht. Ja, nochmal Bombastik der Teutone, keine Angst, es kommen noch andere, aber er kommentiert zu viel, das muss man würdigen. Rechtsextremismus gleich akzeptiert Leute aufgrund ihrer Hautfarbe nicht, sprich ihnen das Recht zu leben ab. Linksextremismus findet das doof, eindeutig zu vergleichen. Bombastik,
Um es nochmal ganz einfach für dich zu erklären. Linksextreme erkennen anderen Menschen aufgrund einer von ihnen abweichenden Meinung das Existenzrecht ab und ergreifen dann zu Selbstjustiz und Gewalt in übelster Art und Weise und sehr hinterrücks und unaufrichtig. Das kann man in der Grausamkeit durchaus vergleichen und in der Verurteilbarkeit auch. Also Bombastik, nochmal ganz leicht für dich formuliert. Ich weiß, dass du Nazis doof findest. Wir finden alle Nazis doof. Aber nur weil Linksextreme Nazis doof finden, heißt es noch lange nicht, dass man gutheißen muss, wenn sie zu Gewalt greifen und Menschen übelst zurichten, nur weil sie im falschen Geschäft arbeiten oder weil sie im Fall von Lina E. zum Beispiel mal die falsche Käppi getragen haben mit dem falschen Logo drauf. Wenn du das wirklich gutheißt, dann bist du in meinen Augen kein Mensch, der auf die Gesellschaft losgelassen werden sollte. Aber im Rahmen der Meinungsfreiheit darfst du auch diese Meinung kundtun und deswegen muss ich das tolerieren und das tue ich an dieser Stelle auch, aber ich erlaube mir zu sagen, Bombastik, such dir einfach Hilfe. Bitte, tu es für dich, für mich, für die Gesellschaft, vielleicht auch für deine Familie. Salz macht schön. Ja, und ganz kurz, wenn ihr meine Arbeit unterstützenswerter findet als die von Bombastik der Teutone, seid so lieb, schaut einfach mal bei Patreon vorbei, lasst da den ein oder anderen Schekel da, damit der Kanal hier weiter in dieser Art und Weise fortbestehen kann. Vielen lieben Dank, weiter geht's. Salz kann noch mehr. So, hier haben wir besonders viel Salz. Left Wing Monkey Lord, der Name wird wahrscheinlich Programm sein. Warum ist es dir so wichtig, dass Homosexuelle als nicht normal gewertet werden? Weil es der Realität entspricht. Etwas ist nicht normal, wenn es nicht der Norm entspricht, deswegen sind sie nicht normal. Leben und leben lassen, sehe ich genauso. Nicht mal Evolutionsbiologen wie Richard Dawkins reiten darauf rum. Okay. Wen juckt es denn, was zwei Männer im Schlafzimmer machen? Juckt mich nicht, ist ein Strohmann. Von mir aus können zwei Menschen im Schlafzimmer, wenn sie miteinander einverstanden sind, machen, was sie wollen. Aber das an Kinder ranzutragen, ist Frühsexualisierung und Kinder haben Recht auf eine unberührte und kindliche, unschuldige Kindheit. Sie haben das Recht, die Welt durch die Augen von Kindern zu sehen, in denen Sexualität, sexuelle Orientierung oder das Wechseln des Geschlechts keine Rolle spielen. Das ist nicht gut fürs Kindeswohl. Du kopierst hier teilweise wirklich unterbewusst die Argumente irgendwelcher religiöser Spinner. Vielleicht haben die ja einen Punkt. Die machen unsere Kinder schwul. Ja, Tatsache, sie machen das. Wir haben neue Studien. Generation Z ist so ungefähr, kommt auf die Studie an, zu 20% bis 40% LGBT, also nicht hetero. Eine Zivilisation, die zu 40% nicht hetero ist, kann nicht fortbestehen, wird aussterben, weil diese Menschen sich nicht fortpflanzen wollen. Und es ist keinesfalls eine natürliche Entwicklung. Man wird dann ja immer das darauf zurückführen, dass es ja jetzt einfach weniger diskriminiert wird und deswegen orientieren sich mehr Leute in diese Richtung. Das ist falsch. Es wird nicht weniger diskriminiert, es wird hofiert. Man kann sich als etwas Besonderes herausstellen und man unterstützt es zum Beispiel in Büchern wie Julian ist eine Meerjungfrau, wenn Kinder sich abseits der Norm verhalten und wenn sie es nicht wollen oder es eklig finden, sich zum Beispiel als junge Mädchenkleider anzuziehen, was eine komplett normale Position ist, die ein Junge einnimmt, weil Mädchen sind halt blöd in dem Alter. Dann wird das bestraft, man unterbricht die Lesung und führt eine Intervention mit diesem Kind durch und auch mit den Eltern, wenn die was dagegen haben. Mein Problem liegt darin, Kinder werden früh sexualisiert, haben dadurch keine unbeschollene und unschuldige Kindheit. Es ist nicht gut für die Entwicklung und wenn man es unterstützt, dass Kinder zum Beispiel ihr Geschlecht ändern, Pubertätsblocker nehmen, das ist irreversibel. Wenn ihnen einfällt, dass es eine blöde Idee war, ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Diese Menschen werden leider Gottes irgendwann sich das Leben nehmen zu 40%iger Wahrscheinlichkeit. Wir haben Studien dafür und das ist nicht gut. Und im Sinne des Kinderschutzes bin ich der Meinung, nein, bitte nicht. Hilft ihnen das gesellschaftlich? Ach ja, jetzt kommt er hier mit Russland. Ich wurde durch katholische Erziehung wohl wesentlich stärker indoktriniert und verwirrt als durch Aufklärung über Homosexualität. Es tut mir leid. Und nein, es reicht nicht, wenn Leute wissen oder irgendwann herausfinden, dass sie es selber sind. Warum reicht das nicht? Sollen wir sie zu dem machen? Oder was meinst du, inwiefern ist das noch eine freie Selbstentfaltung? Schwule im Iran und in Russland wissen auch, dass sie schwul sind. Hilft ihnen das gesellschaftlich? Nein, aber hier passiert nicht dasselbe. Wir sind hier wesentlich toleranter. Wir sind so tolerant, dass wir Leuten es sogar schmackhaft machen, sich so zu orientieren. Sie haben ihre eigenen Paraden, sie können sich dafür feiern. Was ich sowieso bescheuert finde, warum ist man stolz auf seine Sexualität? Was für einen Grund gibt es dafür? Ich bin hetero und ich bin da nicht stolz drauf, ich bin es einfach. Aber in diesem Moment, in diesem heutigen Zeitgeist, macht man seine Sexualität zu seiner Identität. Und das führt allgemein zu einer Übersexualisierung der Gesellschaft. In meinen Augen sollte das, was im Schlafzimmer passiert, auch gerne im Schlafzimmer bleiben und nicht in den öffentlichen Raum in so einer Art und Weise herangetragen werden. Der Christopher Street Day ist in meinen Augen einfach nur eine Fetischveranstaltung und das sollten keine Kinder sehen. Das Klima ist dort feindlich gesinnt, weil 80% homophob sind. Kann sein. Warum forderst du bei Homo-LGBT-Propaganda als
Kampfbegriff, das ist er, das stimmt, nicht gleich die rechtskonservative russische Gesetzgebung, weil ich sie nicht kenne, keine Ahnung. Ich will nur, dass man Kinder damit in Ruhe lässt. Ist das zu viel verlangt? Natürlich übertreiben diese Empfehlungen, die hier thematisiert werden, völlig. Alles klar, da sind wir doch einer Meinung. Aber du stellst Akzeptanz Homosexueller und das Grundanliegen im Gegenextrem als Bedrohung dar. Nein, ich akzeptiere Homosexuelle. Akzeptanz heißt aber nicht, dass man Kinder in diese Richtung indoktriniert und es ihnen schmackhaft macht, Homo zu sein, weil sie als Push-Faktor damit kein Täter sein können und was Besonderes sind. Jedes Kind will was Besonderes sein. Und als Pull-Faktor da dann noch unterstützt werden. Und wenn sie das nicht gut finden, dass sich Julian zum Beispiel im Buch Julian ist eine Meerjungfrau Kleider anzieht, dann wird das bestraft. Dann kommt ein gesellschaftlicher Druck auf, die Lesung wird unterbrochen und man geht mit dem Kind ins Gespräch und konfrontiert es damit. Das ist nicht gut. Es braucht nicht gegen ein Extrem ein Gegenextrem, oder? Nein, ich will, dass man die Leute einfach in Ruhe lässt. Das ist nicht extrem, das ist einfach normal. Es geht einfach um Mobbing, weil es eben zu viele Kinder und auch Erwachsene immer noch denken, Homosexualität gäbe Legitimation zu Mobbing oder Hass. Ja, da sprichst du aber, denke ich mal, am besten die Muslime an, die in ihrer Heimat mit Homosexuellen noch was ganz anderes machen, außer Mobbing. Da solltest du vielleicht deinen Fokus ein bisschen präzisieren. Müsstest du als Migrationskritiker eigentlich verstehen? Ja, kann ich. Deswegen würde ich da die Migration zumindest dahingehend beenden. Ich würde da ansetzen, wo die Probleme am größten sind, die Homosexuelle haben. Und das ist ja wohl, dass man einfach körperlich angegangen wird, wenn man mit seinem Freund oder mit seiner Freundin gleichgeschlechtlich Hände haltend durch irgendwelche Fußgängerzonen geht oder so. Da würde ich ansetzen. Kein Allmann ist mir bekannt. Und wenn ja, wüsste ich es, der in den letzten 5 Jahren oder so einen Homosexuellen angegriffen hat. Leftwing Monkey Lord, schön mit dir ins Gespräch zu kommen. Viel Spaß noch unter meinen Videos. Salz kann sogar beruhigend wirken. Dann mal ein bisschen leichtere Kost. René Hoffmann. Alles Blödsinn! Hör auf rumzuholen, scheiß Nazi-Pack! Moin René. Wie ich sehe, bist du an einem sachlichen Diskurs interessiert. Magst du mir sagen, warum das Blödsinn ist? Dafür bezeichne ich dich dann auch als guten Menschen. René, Einladung ist draußen, melde dich bei mir. Salz bekämpft Stresshormone. Patrick Rader. Ich verstehe ja, dass du Inhalte liefern musst, um den Algorithmus zu füttern. Aber warum verschwendest du deine und unsere wertvolle Lebenszeit mit einer Reaktion auf eine Valulis-Folge oder zumindest einen Teil davon? Ehrliche Antwort von mir, weil ich Valulis für gefährlich halte. Weil er tatsächlich sich als relativ unpolitisch definiert, aber dann immer links und rechts halt durch die Blume dann recht politisch links eingefärbte Aussagen tätigt und da halt auch Leute erreicht, die eigentlich unpolitisch sind und sie dann durch diese Arbeit auf seine Seite ziehen kann und die ist halt kontrareichelt, die ist pro Selbstbestimmungsgesetz und deswegen ist er durchaus ein Element, was man auch kritisieren muss und ich halte das für wichtig, gerade weil wir alle für ihn bezahlen und wie Willi Schwabe schon formuliert hat, sieh doch, wie viele Clowny zum Lachen gebracht hat, das ist keine Zeitverschwendung, wenn man Menschen Freude schenkt. Das möchte ich auch dir schenken, Patrick. Ich liebe dich. Ich hoffe, du freust dich darüber. Denn Salz ist ein Massenprodukt. Juli schreibt, also auch hier hochkarätige Popkünstler, das macht mir irgendwie zu schaffen. Ich bin natürlich gegen Rassismus und gegen Homo- und Transphobie. Da hast du dein Virtue gesignalt, das ist gut. Und dann kann diese Kinderbücher verstehen, die zeigen sollen, dass es okay ist, wenn ein Junge sich schminken möchte, etc. Kann ich nicht verstehen. Ist halt nichts für Kinder. Ich kann allerdings auch verstehen, dass du es nicht gut findest, wenn es als einzig Richtiges für ein Kind dargestellt wird, Transgender zu sein. Da sind wir einer Meinung. An manchen Stellen im Video kommt es so rüber, als wärst du komplett dagegen, dass Kinder wissen sollten, dass sie, auch wenn sie bisher als Junge behandelt wurden, sie auch Kleider und so tragen dürfen. Es ist halt nicht normal, wenn ein Junge sich Kleider anzieht. Ist es nicht. Also an ein paar Stellen kam mir dein Video transphob vor, habe ich das falsch verstanden? Ich bin sehr verwirrt. Ich möchte deine Verwirrung aufklären. Ich habe nichts gegen Transsexuelle, aber ich habe etwas dagegen, wenn man Kindern einen Lebensstil schmackhaft macht, der mit einer gewissen Rate des sich selbst Lebensnehmens von 40% einhergeht. Wenn Kinder in einer Ideologie indoktriniert werden, die begründet ist auf Zwillingsexperimenten in den 60ern von John Money, der 2 Kindern eine Erziehung hat zuteilwerden lassen, bei der er vorher dem einen Kind die primären Geschlechtsmerkmale, die Hoden, entfernt hat. Aus diesen wurden dann Schamlippen geformt und ihn dann Mädchenkleider angezogen hat, ihn hat mit Spielzeug spielen lassen und darauf dann seine große Zwillingsstudie veröffentlicht hat, die sagt, Geschlecht ist sozial zu prägen und beide diese Kinder haben sich dann einige Jahre nach der Veröffentlichung dieser Studie, auf der gesamte Fachbereich Gender Studies begründet wird, diese beiden Kinder haben sich das Leben genommen und da ich Kinder schützen möchte, möchte ich nicht, dass sie mit so etwas in Berührung kommen. Die Grundlage ist schon menschenverachtend und begründet
gegründet auf Experimenten, die menschenverachtend sind. Ich empfehle dir, gib einfach mal bei Wikipedia John Money ein oder schau dir den Beitrag von Steven Crowder an über die Dark History of Gender Theory. Nur meine wärmste Empfehlung an dieser Stelle und dann kannst du nachvollziehen, warum ich es als Gefährdung für das Kindeswohl sehe, wenn man Kinder mit so etwas konfrontiert und ihnen es schmackhaft macht, nicht einfach sich normal zu entwickeln. Wenn man normalen Kindern einfach Spielzeug verschiedener Couleur hinlegt, greifen Jungs halt zu technischem Spielzeug und Mädchen dann eher zur Puppe. Das ist vollkommen normal. Das ist auch biologisch determiniert. Verhalten ist immer ein Zusammenspiel aus sozialer Prägung und biologischer Veranlagung. Das müssen wir einfach akzeptieren und wir müssen es wieder cool machen, dass Normalsein halt einfach normal ist. Mittlerweile stilisieren sich aber Leute und fühlen sich als was Besonderes, indem sie etwas anderes sind als hetero. Und das ist unserer Gesellschaft nicht zuträglich und Kinder sollen damit einfach nichts zu tun haben. Die merken das schon früh genug, wenn sie nicht hetero sind oder irgendetwas anderes. Salz ist ein seltenes Produkt und genauso wertvoll wie Gold. An dieser Stelle danke, das war eine Menge Salz heute. Ich habe noch mehr Salz gefunden, aber das sparen wir uns für Salzmann 5 auf. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Noch einmal kurz Werbung gemacht. Schaltet ein um 18.30 Uhr auf Twitch zum Ketzerkirche-Podcast, der politische Satire-Podcast von mir, unter anderem auch mit Schlomo zu Gast die letzten zwei Male. Da wird schon ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt, der hat schon seinen eigenen Avatar. Mal schauen, was daraus wird, meine Lieben. Und abonniert den Ketzerkirche-YouTube-Kanal, da werden die einzelnen Segmente als kleine Clips hochgeladen, damit ihr die nochmal auf YouTube genießen könnt, meine lieben Freunde. Schaut auch mal dort vorbei. In diesem Sinne, ein bisschen Salz konsumieren schadet nie und PC. Gewaltige Mengen Salz. Salzmann, lieber Salzmann, dein Hate kommt nicht allein. Du Fascho! Wir lesen ein paar Kommentare. Bertöcke! Und ein paar getriggerten Gutmenschen. Junge Freiheit! Dafür hab ich heute Zeit. Brauner Nazi-Clown, Schuhgröße 88. AfD! Sass.